Hallo, ich bin Eva-Maria Zurhorst und ich bin Paarcoach und ich arbeite seit über 20 Jahren mit Paaren, aber vor allen Dingen auch mit Frauen und ich habe das Buch geschrieben, Liebe dich selbst und es ist egal, wenn du heiratest, das über 1 Million Mal verkauft wurde. Und das ist aber schon, lass mich rechnen, über 15 Jahre her und seitdem habe ich unzählige Frauen getroffen, die geklammert haben. Und darüber will ich heute reden, über dieses Thema Klammern, Bindungsangst, Verlustangst bei uns Frauen. Das ist mir ein Riesenanliegen. Also, herzlich willkommen und ich freue mich, wenn wir da zusammen als Frauen mal so richtig grundlegend durchgehen. Inklusive mir selbst kenne ich Tausende von Frauen, die glauben, dass was sie da die ganze Zeit mit ihren Männern machen, nämlich denen die Gurgel zuhalten, emotional, sei Liebe. Und das ist keine Liebe. Sondern es ist so viel Angst in dem, was wir Frauen in uns für Liebe halten. Nochmal, ich halte uns für die Liebeskönigin. Es ist eine unvorstellbare Liebe in uns Frauen. Und die kann diese ganze Welt verwandeln. Aber wir müssen total klar und authentisch und wahrhaftig mit unserer weiblichen Liebe sein. Und die weibliche Liebe, die klammert nicht, weil das ist überhaupt nicht ihre Art, was zu machen. Wenn wir klammern, dann haben wir Angst. Wenn wir sagen, ich brauche dich, wenn wir da sitzen und diese Verlustängste alle haben, denen wir dann hinten dran dichten, dass das unser unglaubliches Bedürfnis nach Nähe und Liebe ist. Das ist die Angst, mit uns selbst alleine zu sein. Aber wenn ich nicht gerne mit mir bin, wenn ich mich nicht traue, mit mir einzuknicken und mit mir zu sein und meine Gefühle, meine Ängste, meinen Schmerz, alles, was in mir ist, wirklich zu fühlen, wenn ich mich nicht traue, in meinem Körper anwesend zu sein, wenn ich mich nicht traue, wirklich mitzukriegen, was ich so über mich denke, wenn ich mich nicht traue, mich wirklich anzunehmen und zu lieben, warum sollte irgendjemand anders was tun? Das Leben funktioniert nach einem einzigen Gesetz, wenn es um Beziehungen geht. Und das ist das Gesetz der Resonanz. Das hat uns niemand in der Schule beigebracht, aber das wirkt. Das wirkt genauso wie das Gesetz der Schwerkraft, immer und überall. Wenn Sie den Apfel in der Hand halten und die Hand loslassen, dann fällt der garantiert runter. Und das, was von draußen im Leben auf Sie zukommt, ist das, was Sie innerlich glauben. Das ist das Gesetz, was Sie denken. Das ist das, was ihr Fühlen in Gang setzt. Und das, was sie fühlen, ist das, was da draußen ankommt und eine gewisse Resonanz erzeugt. Und wenn sie auf Männer treffen, was unzählige Frauen tun, auf Männer treffen, die sich nicht einlassen, die immer wieder wegflutschen, die immer wieder weg sind. Ich habe gerade wieder mit einer Frau sowas erlebt, dass ein ganz zarter Mann mit einem, sie hat mir von ihm erzählt, also allein in den Erzählungen konnte ich spüren, intuitiv, was das für ein gefühlvolles Wesen war, dieser Mann. Aber wenn sie nur einen Schritt zu nah auf ihn zuging, schwupps, weg war der. Dann hat er sich wieder wochenlang nicht gemeldet. Und wenn sie dann endlich durch Leiden, 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 Leiden irgendwann innerlich losgelassen hat, konnte sie darauf wetten, klingelingeling, ging das Handy und er war wieder dran. Und das Thema, das Gesetz der Resonanz, das funktioniert komplett auf unsichtbaren Ebenen. Sie müssen keine Abschiedsbriefe schreiben, Sie müssen auch keine Droh-WhatsApp schreiben. Wenn Sie innerlich loslassen, gibt es Raum, dass Männer auf sie zukommen können. Das ist das ganze Geheimnis. Es braucht in ihnen einen Raum, wo sie so sicher sind, dass sie nichts brauchen, sondern dass sie wertvoll sind, dass sie liebenswert sind. Und da kann ein Mann reintreten. Und wenn sie diese Liebe, wenn sie endlich an die glauben, die da drin ist, aber das ist auch da, ich kenne heute gerade unter den jungen Frauen so viele, die haben schon 25.000 Bücher gelesen und Seminare besucht, in denen sie das alles verstanden haben, wie das funktioniert, dass wir Menschen in Wahrheit das ausstrahlen, was wir erfahren, indem sie über die Gesetze der Spiegelung alles wissen, indem sie wissen, dass unser Denken, unser Fühlen und unser Tun eine Kette ist, die unser Leben erzeugt und dass wir die Verantwortung für unser Denken, Fühlen und Tun übernehmen. Das wissen die alles. Aber eins tun sie nicht, die Angst fühlen. Und solange sie diese Angst
die in ihnen ist, die in jedem ist. Ich habe Angst vor Beziehung und ich bin Beziehungscoach. Mein Mann hat Angst vor Beziehung und er ist Beziehungscoach. Und ich schwöre Ihnen eins, der Kaiser von China hat Angst vor Beziehung. Alle Menschen haben Angst vor Beziehung. Warum? Weil wir sind durch und durch und durch und durch Bindungswesen. Wir sind, wie heißt das jetzt immer, was sind wir, Generation bindungsunfähig? Das sind wir definitiv nicht und das waren wir nie und das werden wir auch nie sein. Wir sind eine Zusammensetzung von Milliarden von Zellen und die alle in einem kompletten Konzert zusammenspielen. Wir sind aufgewachsen als Embryo in einer kompletten Verbindung, in einem Einssein, in einer Symbiose mit unserer Mutter. Wir sind Bindungswesen. Und wir haben so viel Angst davor, indem wir entweder weglaufen oder indem wir klammern, weil wir so eine Angst davor haben, dass wir rausfallen. Und wir tun diese, wir haben diese ganzen Strategien, weil wir glauben, dass Bindung von hier nach da draußen geht. Aber Bindung geht von hier nach da drin. Und je tiefer ich mich mit mir verbinde, mit dem, was ich bin, nicht mit dem, was ich sein sollte, mit meiner Angst, mit meinem Schmerz, mit meinen Zweifeln und Ja dazu sage und Ja dazu sage, dass ich einfach so bin, wie ich bin, desto mehr geht die Tür auf und es kommen Menschen auf mich zu, die mich interessanterweise so nehmen können, wie ich bin. Das passiert magisch. Sie müssen nichts tun. Damit Bindung entsteht, müssen sie nichts tun, außer in Bindung gehen mit dem, was sie sind. Und das ist die Falle ist, dass sie meinen, jetzt müssen sie besser werden, perfekter werden, schöner werden, irgendwas werden. Und dann sind sie raus, weil dann sagen sie ja wieder, so wie ich bin, bin ich nicht richtig. Und dann treffen sie einen, der ihnen sagt, wenn er denn dann da ist, du musst aber dieses und ich brauche jenes und nur wenn du das bist. Bitte, bitte, bitte. Das ist das, was ich seit fast 20 Jahren schreibe und sage, lieben Sie sich selbst. Und dann kommt Bindung. Und sie müssen sich nicht ideal und gesund leben, sie müssen sich nur annehmen, wie sie sind und dann so aus ihrem kleinen Schneckenhäuschen hervorkommen, als die, die sie sind und sie werden sehen, da kommt jemand anders. Und sie ahnen nicht, wie groß meine Leidenschaft ist, ihnen über diese Hürde zu helfen und wissen sie, warum meine Leidenschaft so groß ist. Weil es braucht auf dieser Welt die weibliche Liebe. Die weibliche Liebe, die hat eine ganz eigene Kraft. Die ist annehmend, die ist passiv und in dieser Passivität ist nichts Schwaches, nichts Opferhaftes. Das ist eine gigantomanische Kraft. Diese weibliche Liebe, die ist empfänglich, die ist jenseits von Machen, die gebiert das Leben und die empfängt das Leben und die empfängt die Männer. Und die Frauen, die dazu in der Lage sind, wieder sich hinzugeben und empfänglich zu werden, die zeigen der ganzen Welt den Weg zurück zur Liebe. Und ich möchte Sie einladen, mit mir zusammen in München einen Tag zu verbringen, der heißt Frau sein, leb deine Liebe, Klammer auf, bring die Kraft auf die Welt, die die ganze Welt verändert und geh deinen Weg. Und wenn du deinen Weg gehst und jede Frau hat ihren ureigenen, meiner ist nicht ihrer, ihrer ist nicht der von ihrer Freundin, ihrer ist nicht der von ihrem größten Vorbild, es gibt nur ihren Weg, wenn sie den gehen, dann bringen sie die Liebe auf die Welt und das bringt ihnen Bindung. Also, wenn sie dabei sein wollen, wenn sie zusammen mit mir einen Raum in großer Frauenpower aufbauen wollen, wenn sie mit mir zusammen lernen wollen, wie sie zurück in ihre Kraft kommen, wie sie in ihrer Sexualität einen ganz neuen weiblichen Weg gehen. Dafür ist Ela Buchwald bei mir, die seit 20 Jahren nichts anderes tut, als einen entspannten Weg in die weibliche Sexualität mit Leuten zu lernen und den, und das ist mir ja so wichtig bei meiner Arbeit, in die Beziehung zu Männern zu bringen, weil meine Arbeit ist nicht, Frauen zu ermächtigen, in so einem eigenen Frauending alleine gegen den Rest der Männerwelt zu kämpfen. Mein Ding ist, uns Frauen so zurückzubringen, unsere ureigene Kraft, dass wir den Mut endlich finden, uns mit den Männern zu verbinden und solche mutigen Frauen ziehen reihenweise Männer an. Das möchte ich, dass wir das in München lernen. Und dass wir zusammen da richtig in die Power und in die Liebe gehen und diese Welt verändern. Also seien Sie dabei. 13. Oktober, München. Frau sein, lebt deine Liebe, geh deinen Weg. Ich danke Ihnen, dass Sie den Mut hatten, mir hier zuzuhören. Und wenn es Ihnen gefallen hat, machen Sie ruhig einen Daumen hoch und liken Sie das Ganze. Und wenn Sie noch eine Freundin haben,
die auch noch mal ein bisschen Mut braucht zum Loslassen und wirklich lieben, dann teilen Sie es mit ihr. Und wenn Sie mehr von uns und unserer Arbeit wissen wollen, die da heißt immer wieder im Kern liebe dich selbst, die da aber auch zeigt, jede Lösung für jedes Problem liegt in dir, dann bitte abonnieren hier. Und ich danke Ihnen und sage Tschüss. Schon wieder zu früh Tschüss gesagt, PS. Und alle Infos, die Sie brauchen zum großen Frauentag, ich vergesse das immer, finden Sie hier unten in der Infobox.